Das hat sich ja in den letzten Jahren schon ein wenig angedeutet. Also dass dieses Spannungsfeld zwischen Mitsingen und aber auch immer mal vor dem Chor stehen und proben. Und am Anfang war das für mich sehr schwer, auch weil ich einfach wahnsinnig aufgeregt war. Das war ja 2015 im November das erste Mal. Und da fiel mir das tatsächlich sehr schwer, weil ich das nicht gewöhnt war, vor den ganzen Leuten, vor denen ich einfach wahnsinnig viel Respekt habe, zu stehen und zu sagen, was jetzt passiert. Jetzt muss ich sagen, jetzt wo ich auch gewählt bin, fällt es mir deutlich leichter. Naja, Gregor ist natürlich ein großes Vorbild von mir. Also, das sage ich jetzt nochmal ernst. Gregor ist ein großes Vorbild von mir. Und es gibt sehr viele Dirigenten, die mich faszinieren. Ich durfte jetzt ja letzte Woche Kreis Lehners und Stefan Parkmann auch kennenlernen, die durch ihre unterschiedliche Erfahrung und dann auch ähnliche Erfahrung, weil sie ja beide Chefdirigenten von Rundfunkchören sind, einen großen Eindruck hinterlassen haben bei mir, weil sie unterschiedlich alt sind und ich dann nochmal verstehen durfte, dass Alter eben auch eine große Komponente ist beim Dirigieren, was so Entspannung und aber auch Energie angeht. Und beides hat was total für sich. Und gerade bei Stefan fand ich es sehr angenehm, wie entspannt er war. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass ich selbst so entspannt bin und dachte so, es passt nicht, das geht noch nicht. Den Stand muss ich mir erstmal noch erarbeiten. Aber ich finde es total schön, darauf hinzuarbeiten. Am meisten freue ich mich, wenn ich das, was ich zeige, übers Dirigieren, also über mein Dirigat, wenn ich das vom Chor bekomme. Unterschiedliche Klangfarben, sprachliche und textliche Präzision, ausgeglichene Intonation und Musizierfreude. Ja, ich glaube, dass die Kulturlandschaft von Leipzig ist einfach super divers und auch teilweise wirklich schon gut. Also ich glaube, wenn man hier einen Chor macht, muss man sich einfach in irgendeiner Form spezialisieren oder irgendwas besonders gut und gerne machen. Und also es gibt verschiedene Sachen, die ich jetzt schon angedacht habe, die ich sehr gerne mal ausprobieren möchte. Mir kam jetzt in den Sinn, dass ich sehr gerne mal ein Hörbuch machen würde mit Chormusik. Und das fände ich super nice. Und dann würde ich sehr gerne mal ein Projekt machen mit einem Elektro-DJ und Chor. Und das einfach groß produzieren, vielleicht auch mit Lichtshow oder so. Also das fände ich einfach sehr cool. Und dann, was immer mein Traum war und wahrscheinlich auch immer bleibt, ist irgendwann mal die H-Moll-Messe aufzuführen. Aber dafür muss ich noch 10 Jahre älter werden. Mindestens. Und dann im Dezember ein russisches Weihnachtsprogramm, was ich persönlich sehr, sehr schön finde für den Chor, weil es nochmal einen anderen Klang erfordert. Und ich weiß gar nicht, ob wir den produzieren können, aber wir können es ja versuchen, also da möglichst nah dran zu kommen.